Junge namens Presley fand in diesem Jahr heraus, als Ägypten noch die Welt regierte, war er einst ein Pharao. Ein Zauberer namens Karam jagt nun Tag und Nacht nach ihm. Doch Presley hat vier Leibwächter, die passen auf ihn auf. Er hat die Mumien schon tausende von Jahren. Er hat die Mumien, sie schützen ab dem Neugestein. Er hat die Mumien in San Franciscos Buchbereich. Er hat die Mumien, sie schützen unsere Welt von heute los. Schon tausende von Jahren, alle hat die Mumien, sie machen vor Gefahr nicht. Alle hat die Mumien, da der Golden Gate frei. Hat die Mumien, sie schützen unsere Welt von heute, denn sie wissen Bescheid, die Tamiselei. Wow, was für eine coole Ausstellung. Mama hat echt eine Menge altes Zeug rangeschafft. Alter ist relativ. Einiges von diesem alten Zeug hier ist jünger als wir. Ob da jemand drin ist? Ja, vielleicht jemand, den wir kennen. Was ist denn mit dir? Hab keine Angst, Kati. Hier ist nichts, wovor man sich fürchten muss. Hey, da ist ein Buffet. Genauso wie bei Mama. Wie geht's? Das willst du doch nicht etwa essen, Amon. Ich habe seit über 3500 Jahren kein ägyptisches Brot mehr gesehen. Ist wohl doch schon ein bisschen altbacken. Amon benimmt sich wie ein Elefant im Porzellanladen. Was ist denn mit dir, Jackal? Da steht Kimas. Ich kannte mal einen Jungen, der so hieß. Der Name auf diesem Sarkophag ist weggekratzt worden. Die Arbeiter, die das Grab versiegelten, haben ihn wohl für böse gehalten. Hier steht nichts weiter als der Skorpion. Sagt dir das irgendetwas? Ja, dass wir gehen sollten. Lass die Mumien in Frieden ruhen. Vielleicht hat ihnen das im Leben gefehlt. Was hat Jackal auf einmal? Du meinst, außer 3500 Jahre alten Hausmilben? Keine Ahnung. Geht schon mal vor, ich räume Amons Scherbenhaufen erstmal auf. Wir wollen doch keine Spuren hinterlassen. Ich bin schuld daran, also mach ich es weg. Nein, lass mich das bitte erledigen, Amon. Jetzt komm schon, bevor du vielleicht noch mehr Unheil anrichtest. Irgendwie benimmt sich Jackal doch merkwürdig, oder nicht? Jackals Verantwortung ist eine schwere Last. Deshalb muss er manchmal allein sein. Bist du es wirklich, mein Bruder? Anubis! Ich habe Sid gleich gesagt, dass es ein ziemlich blödes Versteck ist. Das hast du nicht. Es war deine Idee. Das war eine Energieexplosion. Jackal ist in Gefahr. Ach, jetzt warte, die Mumie, du Dummkopf. Deshalb sind wir doch hier, oder? Oh ja, hab ich. Ganz vergessen. Warum lässt du ihn denn fallen, du Tollpatsch? Wie bitte? Du warst der Tollpatsch. War ich nicht. Warst du doch. Tollpatsch, Tollpatsch, Tollpatsch. Na, wie toll. Eine Jahreshauptverbandstagung. Wer hat die denn aus der Hundehütte rausgelassen? Mit der Kraft des Ra! Geh in Deckung, mein Prinz! Böses Hundchen, Wurststöckchen!
Ich hab's! Du triffst vielleicht noch einen von uns, Seth. Doch, dann wirst du zu deinem eigenen Futter. Mit der Kraft des Ra! Ich glaube, es ist besser, wenn wir jetzt verschwinden. Er ist leer. Warum sollten Zed und Anubis eine Mumie stehlen? Ich habe das Gefühl, dass Karab irgendwie dahinter steckt, Freunde. Vielleicht hat er vor, die Mumie zum Leben zu erwecken. Die Zeit wird die Pläne unserer Feinde aufdecken. Aber jetzt müssen wir uns ausruhen, damit wir bereit sind, wenn Zed und Anubis wieder zuschlagen. Ich hab euch gesagt, ihr sollt mir die Mumie und den Sarkophag bringen. Ich wollte es ja, aber ihr habt gesagt, wir müssen abhauen. Wenn du dich nicht von einer kleinen Katze hättest umwerfen lassen, dann... Diese kleine Katze war... Schluss jetzt! Ihr mögt zwei starke Geister sein, aber bisher habt ihr noch nichts Großes vollbracht. Was hast du da gerade gesagt, Skarabben? Ich bin Seth, der Hund der Wüste, der Meister des Bösen, der Herr des Donners. Vergiss das niemals! Ich würde ihn nicht ärgern. Denk daran, du brauchst diese beiden Wauwaus. Als ich Schluss jetzt gesagt habe, da meinte ich doch ihn dort. Mich? Ich bin Anubis! Lass dich nicht auf, er weiß, wer du bist. Oh, verstehe. Bin schon still. Und jetzt an die Arbeit. Mit unseren vereinten Kräften beschwören wir dich. Wir rufen dich aus einer anderen Zeit. Skorpion der Wüste! Freund Arak, du Diener des Skarab! Bruder von Jakal! Löwe! Nein, ich muss den Pharao schützen! Gibt es was Neues vom Löwenhauptmann? Wir haben ihn oben in den Bergen festgesetzt, aber es wäre viel zu gefährlich, ihn von dort wegzubringen. Du hast zu oft versagt, Hauptmann. Du bist nicht länger mein königlicher Jäger. Wie du befiehlst, mein Pharao. Hey, mein Speer! Sein oh nein! Speer. Pharao, ich werde den Löwen fangen. Nein, Arak, das mache ich. Aber du kannst gern mein Speerträger sein. Nimmst du das Angebot an? Es ist mir eine große Ehre, mein Pharao. Jakal! Lass mich in Ruhe, ich brauche deine Hilfe nicht. Ich wäre mit ihm allein fertig geworden. Dieser Dolch gegen die Zähne und Krallen eines Löwen? Hast du den Verstand verloren, Arak? Nein, zum ersten Mal sehe ich alles ganz klar. Du hast schon immer gewollt, dass ich versage. Ach, du bist mein Bruder. Ich habe dein Leben gerettet. Deine Worte sind so grausam wie ein Skorpion. Ich bin ein Skorpion, Jakal. Und pass schön auf, dass ich dich nicht steche.
Arak ist noch jung. Eines Tages wird er einsehen, wie tief er in deiner Schuld steht. Er steht nicht in meiner Schuld. Alles, was ich für ihn getan habe, ist freiwillig geschehen aus Liebe zu meinem Bruder. Arak kann sich glücklich schätzen, dich zum Bruder zu haben. Jakal, du sollst der neue Hauptmann der königlichen Jäger sein. Oh. Ich wollte dir doch nur das Leben retten, Arak. Scarab. Wie kommt der denn hierher? Ich bin es gewöhnt, mich unbemerkt anzuschleichen. Ich bin Arak, der Bruder von Jakal, dem Hauptmann der königlichen Jäger. Ich biete dir meine Dienste an, Scarab. Warum sollte der Bruder des edlen Jakal mir dienen wollen? Mein Leben lang stehe ich im Schatten von Jakal. Zuerst kämpfte ich um die Liebe meines Vaters, dann ging's in der Schule weiter und jetzt beim Pharao. Er ist immer besser als ich und ich gerate ins Hintertreffen. Und was willst du nun von mir? Ich will von dir, dass du mich zum Hauptmann der königlichen Jäger machst, wenn ich dir geholfen habe, endlich Pharao zu werden. Arak, du bist ein Mann, ganz nach meinem Geschmack, weißt du das? Vater! Scarab! Ich bin nach deinem Vater der mächtigste Mann hier in Ägypten. Und ich werde der nächste Pharao sein, wenn Amenhotep keinen Sohn mehr als Thronfolger hat, Prinz Ramses. Scarab, lass sofort Prinz Ramses in Ruhe! Ein Hinterhalt! Wir stecken in der Falle! Kämpft euch zum Prinzen durch! Diesmal gewinne ich, verehrter Bruder, ich gewinne! Ah. Arak, mein lieber Bruder, könnten wir doch nur wieder zueinander finden. Wesley, wach auf, mein Junge! Wesley? Oh, toll, du bist schon wach. Heute musst du dir dein Frühstück selber machen, mein Schatz. Ich muss nämlich schnell ins Museum. Oh nein. Warum denn? Letzte Nacht wurde eingebrochen und jemand hat eine Mumie gestohlen. Ach, wirklich? Na sowas, Pech gehabt. Was könnte denn jemand mit einer Mumie anfangen? Ha, du würdest dich wundern. Nein, du hast ganz recht. Zum Glück ist nur der Vater verschwunden und nicht auch noch der Sohn. Sohn, Ma? Die eine Mumie war der Sohn der anderen. Sei schön brav, ja? Wir sehen uns später. Wenn wir herausfinden würden, wer in dem ersten Sarkophag gelegen hat, könnte uns das einen Hinweis geben, warum Set und Anubis ihn haben wollten? Sie waren wahrscheinlich verwandt. Vielleicht Brüder. Brüder stehen sich oft sehr nah. Manche auch nicht. Das waren Vater und Sohn. Mom sagte mir, dass die Mumie, die noch im Museum ist, der Sohn von der Gestohlenen war. Also sein Sohn. Meine letzte Möglichkeit, alles in Ordnung zu bringen. Ihr habt noch eine Chance, den Fehler wieder gut zu machen. Fehler hast du gesagt? Ich meinte natürlich seinen Fehler. Hey, Moment mal, Scarab. Ihr müsst heute Nacht nochmal ins Museum einbrechen und Araks Sarkophag holen. Ich werde sie begleiten. Nein, es ist zu gefährlich für dich, deine vollen Kräfte einzusetzen, wenn du danach keinen Sarkophag zum Ausruhen hast. Aber ich... Vergiss nicht, wer hier das Sagen hat, Arak. Los, ihr beiden, bringt mir den Sarkophag. Geht jetzt. Na, was ist? Sie werden bald wieder hier sein. Ich verspreche dir, Kimas. Ich lasse dich nicht den gleichen üblen Weg gehen wie dein Vater. Zu spät, Bruder!
Also hat Skarab dich doch noch zum Leben erweckt, Arak. Und ich habe vor, meinen Sohn zum Leben zu erwecken. Damit er dir bei deinen schrecklichen Plänen helfen soll, das lasse ich nicht zu. Ich werde für meinen Neffen das tun, was ich bei dir versäumt habe. Und ich werde mit dir machen, was ich schon vor langer Zeit hätte machen sollen. Mit der Kraft des Ra! Er ist mein Sohn! Lass ihn gefälligst in Ruhe! Arak, ich glaube, das Beste ist Arak? Oh nein, er widersetzt sich meinem Befehl, er wird alles verderben. Schafft dies! Kommt, wir müssen eine Mumie aufhalten. Ich will nicht gegen dich kämpfen, Bruder. Dann hättest du in deinem Sarkophag bleiben sollen. Selbst jetzt bist du nur der Zweitbeste. Wie hat es Arak geschafft, vor uns hier zu sein? Du musstest ja unbedingt diesen Wagen jagen. Schon vergessen? Und ich hätte ihn auch erwischt, wenn du mich nicht daran gehindert hättest. Hey, er wird uns entkommen. Schon bald wirst du wieder leben, mein Sohn. Und zusammen mit dir werde ich mich endlich rächen können. Wie bedauerlich für dich. Es gibt jetzt keinen Ausweg mehr. Es sei denn, du kannst fliegen. Oh, das habe ich vergessen. Er kann ja fliegen. Ich hab ihn. Was meinst du damit? Du hast ihn, Anubis. Lasst Jakal in Ruhe, ihr blöden Köter. Du wagst es mir nicht zu gehorchen? Ich will meinen Sohn wieder zum Leben erwecken. Er soll dabei sein, wenn ich Jakal fertig mache und den Triumph seines Vaters miterleben. Es interessiert mich nicht, was du willst. Du hast meine Pläne gefährdet. Vielleicht kannst du mir nach einer kleinen Abkühlung noch nützlich sein. Was ist mit Zed und Anubis, Meister? Schick nie einen Hund, um Männerarbeit zu erledigen. Bringt Arak und die beiden Sarkophage zurück an ihren alten Platz. Hekka, wir haben viel zu tun. Liebe Mama hat dir niemals gesagt, du sollst nicht mit fremden Hunden spielen. Ziel verfehlt, Freundchen. Gleich seid ihr eingewickelten Mumienstaub. Na, jetzt macht doch die Sache erst richtig Spaß. Vielleicht ein anderes Mal, heute nicht. Oh nein, ich hab's wieder nicht geschafft. Du hast dich mir widersetzt, Arak. Dafür könnte ich dich vernichten. Jetzt sag's mir endlich, wer ist die zweite Mumie, Arak? Es ist Kimas, mein Sohn. Demnach also Jakals Neffe. Ausgezeichnet. Er wird meine Waffe sein, mit der ich Jakal endlich zerstöre. Fortsetzung folgt.
Ein Junge namens Presley fand in diesem Jahr heraus, als Ägypten noch die Welt regierte, war er einst ein Pharao. Ein Zauberer namens Karab lag nun Tag und Nacht daneben. Doch Presley hat vier Leibwächter, die passen auf ihn auf. Er hat die Mumien schon tausende von Jahren. Er hat die Mumien, sie schützen Ramses neue Gestalt. Er hat die Mumien in San Franciscos Bucht bereit. Er hat die Mumien, sie schützen unsere Welt von heute los. Von Jahren alt. Er hat die Mumien, sie machen vor Gefahr nicht halt. Er hat die Mumien, da der Golden Gate bereit. Er hat die Mumien, sie schützen unsere Welt von heute, denn sie wissen Bescheid, die Wahrheit.